Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ich fange mal gleich mal kontrovers an. Ich bin kein Pazifist. Ich lehne militärische Gewalt nicht grundsätzlich ab. Ich kann mir tatsächlich zwei Situationen vorstellen, in denen die Bundeswehr sinnvoll eingesetzt werden kann. Einmal zur unmittelbaren Landesverteidigung, also wenn Dänemark oder Luxemburg uns angreifen. Oder eben, wenn die Kriterien der Powell-Doktrin erfüllt sind. Sie erinnern sich, das war der US-Militärpolitiker und späterer Außenminister, der dann von der CIA im Golfkrieg so hingehängt wurde. Jedenfalls war das ein kluger Mann und der hat einen Katalog von Kriterien aufgestellt, wann die USA in den Krieg ziehen sollen. Und zwar, wenn die nationale Sicherheit in Gefahr ist, wenn eine ausreichende Basis an Unterstützung durch die Öffentlichkeit gegeben ist, wenn man den Krieg mit überwältigender Übermacht führen kann und wenn es eine vernünftige Exit-Strategie gibt. Der Vorteil dieser Doktrin aus meiner Sicht, Krieg wird hier tatsächlich zum letzten Mittel gemacht und das ist übrigens auch der Grund, warum sich niemand an diese Doktrin hält. Die modernen Kriegsbefürworter tun ja nur so, als sei der Krieg das letzte Mittel. In Wahrheit wollen sie aber die Schwelle zum Militäreinsatz so weit herabsenken, dass daraus ein ganz übliches Mittel der Politik wird und nicht mehr der Ausnahmefall. Oft wird jetzt so argumentiert, dass Deutschland sich nicht heraushalten kann. Es wird also mit Gruppendruck argumentiert, so als seien wir auf dem Schulhof. Und das ist, glaube ich, der Weg in den Kabinettskrieg, also in eine Zeit, als man den totalen Krieg noch nicht erfunden hatte, sondern der Dauerkrieg an der Tagesordnung war. Das haben die Herrscher damals unter sich ausgemacht und mit ihren Berufsheeren. Und wenn Sie sehen, welche Bestrebungen es gibt, die Rolle des Parlaments beim Einsatz der Bundeswehr zu beschränken, dann sehen Sie, dass wir auch politisch auf diesem Weg sind. Und die Länder wurden damals, das muss man allerdings auch dazu sagen, natürlich nicht vollkommen verwüstet, sondern immer nur ein bisschen. Damals hatte der Krieg auch kein richtiges Ziel, er musste einfach nur führbar bleiben. Und die USA, wie wir wissen, handeln ja längst so. Ich glaube, dass unsere Sicherheitspolitiker uns auch auf diesen Weg bringen wollen. Ausgerechnet Syrien muss nun immer als Beispiel für die Vorteile militärischer Intervention herhalten. Nicht? Es wird gesagt, USA und Europäer hätten spätestens 2012 eine militärisch erzwungene Flugverbotszone einrichten sollen. Dann hätte Assad weniger, so geht das Argument, weniger Raketen in die Vororte schießen können und auch weniger Fassbomben auf Kinderspielplätze abwerfen können. Und es kann sogar sein, dass das stimmt. Wenn sich der Westen rechtzeitig mit entsprechendem Einsatz in Syrien engagiert hätte, dann sähe die Lage jetzt vielleicht anders aus. Das Problem ist bloß, das wollten wir eben nicht. Die Kosten wären nämlich zu hoch gewesen, sowohl an Menschenleben als auch an Material, also aus westlicher Sicht jetzt Menschenleben. Und genau aus dem Grund hätten wir uns eben ganz aus dem Konflikt heraushalten müssen. Meine Position also, die wahrscheinlich hier sehr kontrovers ist, ist entweder ganz oder gar nicht. Powell-Doktrin. Stattdessen haben wir eine Seite, sobald man halt bei den Rebellen überhaupt von einer Seite sprechen kann, halbgar unterstützt und dadurch dazu beigetragen, dass dieser Konflikt ungelöst seit Jahren vor sich hinschwelt. Wir haben also Assads Gegner nie so weit unterstützt, dass sie wirklich hätten gewinnen können, aber gerade so weit, dass sie auch nicht unterliegen konnten. Damit sind die Toten dieses Krieges und auch die Flüchtlinge dieses Krieges gehen also auch auf unser Konto. Meine Position heute Abend wäre, einen Krieg soll man nur führen, wenn man ihn gewinnen kann und gewinnen will. Das ist fast nie der Fall und deshalb sollte man auch fast nie Krieg führen. Danke. Verhaltener Beifall. Damit komme ich aber klar. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen, ganz kurz nur, damit es nicht ganz unverbunden nebeneinander steht. Haben Sie den Eindruck, dass sich in der öffentlichen Debatte um den Kriegseinsatz in Syrien etwas relevant verändert hat? Gibt es da eine gesellschaftliche Zäsur im Unterschied zu früheren Auslandseinsätzen oder Kriegseinsätzen der Bundeswehr, die ja doch oft mit starken Protest verbunden waren? Ich glaube, dass der Einsatz im Moment der Bundeswehr auf so einem niedrigen Level stattfindet, dass die Leute gar nicht mitkriegen, dass es überhaupt ein Kriegseinsatz ist, erstens. Und zweitens ist, glaube ich, der Konflikt in Syrien so kompliziert, und das hat auch jeder mitbekommen, dass keiner so recht daran glaubt, dass der militärisch zu lösen ist.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich habe die Gelegenheit genutzt und war den ganzen Tag hier und habe auch an den Podien- und Workshop-Veranstaltungen teilgenommen. Sehr interessiert, viel zugehört, um zu sehen, wie hier so die Diskussionen geführt werden, die ich aus meiner eigenen Bewegung eben auch kenne. Und ja, wir wurden im Vorfeld gefragt, die Frage, die eben auch gestellt wurde, stellt der Einsatz in der Bundeswehr in Syrien eine gesellschaftliche Zäsur dar? Und aus meiner Sicht, und das, wie gesagt, denke ich, teilt auch meine Bewegung, ist mit dieser Entscheidung der Bundesregierung für den Einsatz der Bundeswehr in Syrien, hat sich die Bundesregierung einmal mehr für eine militärische Lösung eines internationalen Konflikts ausgesprochen und damit zivilen und friedlichen Wegen internationaler Politik eine Absage erteilt. Die herrschenden politischen Kräfte wollen die Bevölkerung an kriegerische Gewalt gewöhnen, das erkenne ich zumindest darin, und diese als alternativlos erscheinen lassen. Und das ist ja ein sehr wirkmächtiger Begriff in unserem Land, die Alternativlosigkeit. Die Menschen in unserem Land sollen akzeptieren, dass die sich aus der ungerechten globalen und lokalen Ordnung ergebenden Widerstände auch mit militärischen Mitteln unterdrückt werden müssen, beziehungsweise wir nur so unseren Wohlstand sichern können. Und ich war eben in einem Workshop, wo es eben auch konkret um die Werbemaßnahmen der Bundeswehr geht, wo man das ganz gut sehen kann, sind eben die Mittel, mit denen eben Werbung für die Bundeswehr oder die Marine gemacht wird. Also beispielsweise die Marine wirbt eben damit, dass Handelswege mit Waffengewalt geschützt werden müssen, damit wir weiter Bananen im Supermarkt kaufen können. Also zum Schutz unserer Bananen, also wenn man nach diesen Werbespots mal sucht, da ist man, wie gesagt, finde ich immer überrascht, auf welcher basalen Ebene da für Waffengewalt geworben wird und das auch als legitim angepriesen wird und dann auch sozusagen, man soll ja mitmachen. Bundeswehreinsätze, so ist mein Eindruck, sollen mehr und mehr zum Alltag gehören und zu einem normalen Mittel der Politik werden. So sehen es auch die verteidigungspolitischen Richtlinien und das geplante Weißbuch der Bundeswehr von Frau von der Leyen vor. Und das alles trotz des in der Bevölkerung umstrittenen und gescheiterten Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan beispielsweise. Und das ist eben ja auch schon angeklungen, dass dieser Einsatz in Syrien ja unter noch ungünstigeren Vorzeichen womöglich steht, gerade wenn man vielleicht diese Paul-Doktrin anlegt, nämlich dass man sich da auf ein völlig ungewisses militärisches Abenteuer eingelassen hat, dessen Ende überhaupt nicht absehbar ist. Pax Christi hat immer vor einer Beteiligung Deutschlands am Krieg gegen den Terror gewarnt und verurteilt diesen Einsatz der Bundeswehr in Syrien scharf. Seit 5 Jahren herrscht nun dieser Krieg in Syrien. Mehr als 250.000 Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht. Anstelle einer Unterstützung der Luftangriffe in der Krisenregion sollte Deutschland sich für eine friedliche Lösung des Konflikts stark machen und Friedensgespräche mit allen regionalen Kräften voranbringen. Außerdem sollten die Waffenlieferungen in die Region endlich beendet werden. Mit dieser Forderung haben wir auch die Bevölkerung auf unserer Seite. Also Umfragen zeigen, dass 83% der Menschen in Deutschland grundsätzlich Waffenexporte ablehnen. Massenproteste, das ist eben auch schon angeklungen, blieben allerdings im Dezember aus und trotzdem ist die Friedensbewegung aktiv, auch wenn man das vielleicht eben nicht so wahrnimmt. Also unsere Basisgruppen haben Mahnwachen abgehalten und halten sie immer noch ab. Gerade im Vorfeld der Entscheidung des Bundestages wurden die Abgeordneten von unseren Basisgruppen eben angeschrieben und es wurde appelliert, sich gegen den Einsatz der Bundeswehr auszusprechen. Und auch auf internationaler Ebene, also Pax Christi ist ja die internationale katholische Friedensbewegung, auch auf internationaler Ebene wird jetzt begleitend zu den aktuell laufenden Friedensgesprächen eben zu Friedensgebeten für Syrien aufgerufen. Und nächste Woche stehen die Ostermärsche an und auch da wird das Thema natürlich eine entscheidende Rolle spielen und da bekommen wir vielleicht auch ein klareres Bild darüber, wie die Mobilisierungsfähigkeit tatsächlich aussieht. Das gesagt werden wir, denke ich, in dem Zusammenhang sehen. Vielleicht belasse ich es jetzt erstmal dabei. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend.
Mein Name ist Marlies Thiepe, ich bin die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, das wurde eben schon gesagt, und ich freue mich sehr. Hallo? So? Jetzt? Immer noch nicht? Okay. Gut. Jetzt? Okay. Also nochmal, ich bin hier als Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund ist, eingeladen, und ich freue mich über die Einladung, weil ich mich immer darüber freue, wenn sich Organisationen, politische Parteien oder wer auch immer für die Frage der Friedenspolitik einsetzt und sich damit beschäftigt. Was tut meine Gewerkschaft? Meine Gewerkschaft ist natürlich eine Einheitsgewerkschaft, wir sind keine Partei. Und wir sind für Bildung zuständig, und wenn wir uns in dem Feld bewegen, wird unsere Expertise in der Regel anerkannt. Innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes habe ich 2014 auf dem Bundeskongress des DGB unseren friedenspolitischen Antrag vorgestellt, und der ist durchgesetzt. Aber es ist, ja, ich glaube, es ist ein Beifall wert, weil das schon nicht so einfach war. Aber ich will gleichwohl zugeben, dass dieser Antrag eben auf dem Papier steht. Er ist eine Grundlage für jedes Gewerkschaftsmitglied, aber es entfaltet sich noch nicht so viel Wirkung. Was mache ich oder was macht meine Gewerkschaft denn sonst? Ich finde, eine starke Bewegung, die wir in die Schulen tragen, ist die Bewegung Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Im März sind jetzt die 2000. Schule, eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage geworden. Dies ist ausgegangen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, jetzt eine eigene, eigenständige Gruppe, die wir jedes Jahr mit einer großen Geldsumme für unsere Verhältnisse unterstützen. Hier wird das Thema zum Thema im Unterricht gemacht. Im April, vom 25. bis 29. April, beteiligen wir uns an der globalen Bildungskampagne Weltklasse Zuflucht Bildung, in der es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler an einem Wettbewerb teilnehmen, um sich über Fluchtursachen zu informieren. Ich habe es geschafft, dass alle Landesregierungen auf ihre Homepages oder Pages für Bildung diesen Wettbewerb gesetzt haben, und selbst der bayerische Bildungsminister hat das getan und mir dafür gedankt. Auch auf diese Art und Weise, ja, es ist wichtig, auch solche Menschen zu überzeugen, auf diese Art und Weise sind jetzt schon Anmeldungen von 1000 Schulen, die sich an diesem Wettbewerb beteiligt haben, bekannt. Wir haben auf der Didakta, das ist die größte Bildungsmesse in Deutschland, die dieses Jahr im Februar war, eine Broschüre mit Medico herausgegeben, warum Menschen fliehen, auch zum Thema Fluchtursachen. Was ihr sicherlich hier in diesem Raum alle unterstützt, ist der Kampf gegen TTIP. Da haben wir ja eine große Gemeinsamkeit. Auch dazu haben wir Unterrichtsmaterial herausgegeben, was ungeheuer oft abgerufen wird. Ich hoffe, dass es auch genutzt wird. 2013, als ich Vorsitzende wurde, haben wir die Aktion Lernen für den Frieden nach vorne gebracht. Und 2014 haben wir dann die Unterschriften übergeben. Wir sind 280.000 Mitglieder. Jedes Mitglied hat diese Unterschriftenliste ins Haus bekommen. Und ich bin ziemlich traurig darüber, dass nur 23.000 Unterschriften am Ende dabei rausgekommen sind. Das zeigt, dass das Thema Frieden im Moment nicht Feuer fängt oder dass die Menschen, das ist nicht sexy, das machen die Leute nicht. Diese 23.000 Unterschriften haben wir dann aber auch mit der CDU-DGB-stellvertretenden Vorsitzenden Elke Hanack gemeinsam der KMK, das ist die Kultusministerkonferenz, übergeben. Mit der Kultusministerkonferenz haben wir dann ein Papier unterzeichnet für mehr Friedenserziehung. An den Hochschulen setzen wir uns für die Zivilklauselbewegung ein, das heißt, dass keine... Ich fahre dazu Veranstaltungen, und unsere Studierendengruppen in unserer Gewerkschaft unterstützen das Thema.
Ich bin auch zufrieden, wenn eine Hochschule wie die in meinem Bundesland, aus dem ich komme, Schleswig-Holstein in Kiel, ein fortschrittliches Hochschulgesetz macht, in dem sie sagt, alle Geldmittel müssen transparent gemacht werden, womit man dann eben auch schon weiß, wenn man militärische Forschung macht. Das ist zwar hintenrum um die Ecke ins Auge, aber auch gut. Und nicht zuletzt, und dafür kennen mich, glaube ich, einige, setzen wir uns ein dafür, dass die Bundeswehr nicht von sich aus in die Schule darf. Wir setzen uns gegen die 8 Kooperationsvereinbarungen von 8 Bundesländern mit der Bundeswehr ein und versuchen dafür zu sorgen, dass die Lehrerinnen und Lehrer über das Thema Schule und Bundeswehr unterrichten. Das ist unser Beitrag. So, ich hoffe, ich mache das richtig mit dem Mikrofon. Ja. Ich spreche auch dichter. Die Frage steigt ja ein mit dem Syrien-Konflikt, deswegen sage ich da gleich was zum Ausgangspunkt, den ich, glaube ich, für notwendig halte, und endet dann bei der ganz schwierigen Frage, nämlich Strategien für eine neue Friedensbewegung. Das ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, alle in Wirklichkeit total überfordert, aber ich versuche trotzdem auch dazu dann am Schluss was zu sagen. Erstmal zum Thema Syrien. Ich glaube, dass es total wichtig ist für eine linke Position, dass sie einem bestimmten Kompass folgt, dass man Kriterien hat, um zu unterscheiden, was falsch und was richtig ist. Und diese Kriterien dürfen nach meiner Ansicht relativ wenig mit geopolitischem Schachspiel zu tun haben, sondern müssen etwas zu tun haben mit den fortschrittlichen und emanzipatorischen Kräften, deren Interessen, deren Situation und wie wir denen helfen und sie unterstützen können. Im Konkreten bedeutet das, dass der Ausgangspunkt, um etwas zu Syrien zu sagen, aus meiner Sicht ist, dass es das selbstverständliche Recht und völlig verständlich ist von den Menschen in Syrien, den Versuch zu unternehmen, dieses furchtbare terroristische Folterregime von Assad zum Teufel zu jagen. Insofern, dass der Ausgangspunkt des Aufstandes gegen Assad völlig berechtigt war und ist. Dazu gehört zum Zweiten, dass insbesondere unsere Genossinnen und Genossen in Rojava, also im kurdischen Teil Nordsyriens, unsere Solidarität und unsere Unterstützung verdient haben und dass es geradezu unsere internationalistische Verpflichtung ist, diese Unterstützung zu leisten. Sozusagen, und eben nicht mit abstrakten Ratschlägen, wie sie sich jetzt des IS zu erwehren hätten, da vorzugehen, sondern eben die Entscheidung den Genossinnen und Genossen vor Ort zu überlassen. Das jetzt mal wären meine Ausgangspunkte, die ich nennen wollte zu der Syrien-Frage. Davon zu unterscheiden ist, dass die Entscheidung der Bundesregierung, in diesen Krieg einzutreten, natürlich von A bis Z eine verlogene und eine sozusagen abzulehnende und aus jeder linken und fortschrittlichen Sicht nur zu verurteilende Entscheidung ist. Das hängt ja schon erstens damit zusammen, dass sie eben begründet worden ist mit Krieg gegen Terror, mit Reaktion auf diese Anschläge von Paris und eben also sozusagen eine letztendliche europäisch-innenpolitische Begründung hatte und letztendlich mit der Lage in Syrien und dem Wunsch, da irgendjemandem zu helfen oder zu unterstützen, nichts zu tun hat und dass sie eben insbesondere deswegen verlogen ist, weil sie den Leuten, die versuchen, sozusagen Demokratie und Fortschritt in Syrien zu erkämpfen, sozusagen zu deren Unterstützung die Bundesregierung, die EU und die NATO nichts geleistet haben und auch weiterhin nichts leisten wollen. Im Gegenteil, eben den Kurdinnen und Kurden in Rojava diese Unterstützung weiterhin verweigert wird und im Rahmen eben dieses wirklich schändlichen EU-Erdogan-Deals das noch auf die Spitze getrieben wird. Insofern glaube ich, dass wenn wir jetzt nach einer Orientierung für eine neue Friedensbewegung suchen, wir uns, glaube ich, davon verabschieden müssen, uns nach der Friedensbewegung im engeren Sinne zu suchen. Also für mich war das ein Bezugspunkt in den 80er Jahren, als ich sozusagen, als diese Frage sozusagen dran war und die Friedensbewegung, weil die sozusagen die dominierende, die erste Bewegung war, sozusagen, an der man teilnehmen musste und eben die Frage jetzt der NATO-Hochrüstung und der unmittelbaren Kriegsgefahr sozusagen unabweislich
im Vordergrund stand. Ich glaube, heute, wenn wir einen realistischen Blick auf das, was sich Friedensbewegung nennt, werfen, müssen wir sagen, es geht nicht darum, Bewegungen unabhängig voneinander stark zu machen, sondern was es jetzt geben muss, ist eine sozusagen die Suche nach den Kristallisationspunkten, hieß es ja auch in der Frage, also die Verschränkung von antirassistischer Bewegung, von einer Bewegung für globale Gerechtigkeit und eben einer Bewegung gegen imperialistische Kriege sozusagen. Die Schnittpunkte dazwischen müssen gesucht werden. Und wenn wir auf die Mobilisierungen und Aktionen gucken, die das zum Inhalt haben, dann sind die auch gar nicht so klein und so schwach. Das trifft eben zum Beispiel auf die Mobilisierung gegen die verschiedenen G8- und G7-Gipfel, an denen ich teilweise auch beteiligt war, zu. Das trifft zu auf die Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, sozusagen überall da, wo tatsächlich die linke Bewegung in ihrer Breite und in ihrer Gesamtheit angesprochen wird, sozusagen funktioniert das nämlich sehr wohl mit einer Verengung auf die Friedensfrage und mit einem, glaube ich, vielleicht auch falschen Verständnis davon, was Frieden eigentlich ist, nämlich sozusagen unter Ausblendung dessen, dass der internationale Normalzustand mittlerweile eine fast ja Ununterscheidbarkeit von Krieg und Frieden ist. Also wir einen permanenten Krieg, einen permanenten Ausnahmezustand in weiten Teilen der Welt haben und es wir eben damit zu tun, damit konfrontiert sind, dass der globale Kapitalismus gar nicht nur, weil das irgendwie das Werk jetzt böser und finsterer Mächte wäre, sondern einfach, weil, glaube ich, die Fähigkeit, die Zustände irgendwie zu regeln und diesen Anspruch irgendwie Ordnungsmacht zu sein, sondern die Fähigkeit geht den Kräften, also den Regierungen und den Eliten in den westlichen Ländern ja allein schon ab. Sozusagen, damit sind wir konfrontiert. Das wird sich auf kurze Sicht nicht ändern und deswegen geht es auch gar nicht darum, sich auf der einen oder auf der anderen Seite in diesen Konflikten zu positionieren. Das gilt sowohl für Ukraine, also sozusagen für Russland versus NATO, das gilt ebenso für Syrien und für zahlreiche andere Konflikte, sondern es geht darum, in all diesen Konflikten muss es für eine Linke den dritten Pol aufzumachen, das heißt eine Position zu vertreten, die eben tatsächlich unabhängig von den sonstigen Konfliktparteien eintritt für die Interessen der Leute, für gleiche Rechte, für ein gutes Auskommen, für demokratische Partizipation für alle. Das muss, glaube ich, der Kompass sein in all diesen Fragen und dann kommen wir im Konkreten, glaube ich, zu vernünftigen Orientierungen, die dann eben auch mobilisierungsfähig sind. Ja, ich will mich ein bisschen auf das Thema konzentrieren, wie können wir Impulse geben für eine Stärkung der Friedensbewegung, was meines Erachtens dringend notwendig ist. Erstmal begreift sich die Linke, die Partei Die Linke, als Bestandteil der Friedensbewegung. Wir können die nicht ersetzen, wir können für sie sprechen und wir können uns beteiligen, mit mobilisieren und das werden wir auch weiterhin tun. Und parlamentarisch kann sich die Friedensbewegung auf Die Linke verlassen. Wir werden keinen Kriegs- und Kampfeinsätzen der Bundeswehr zustimmen im Parlament. Und auch im Übrigen, und da wird es ja dann spannend, auch nicht als Türöffner für Regierungsbeteiligung. Das ist ja, solange das nicht zur Debatte steht, ist es ja ein bisschen leichter, da eine klare Haltung zu haben. Ich möchte auch nochmal in den vorigen Podien, ist manchmal diskutiert worden, wir hätten Differenzen zur Friedensbewegung gehabt, weil die nicht antikapitalistisch ist. Das stimmt einfach nicht. Die Kontroverse war eine andere. Die war, dass wir gesagt haben, es darf keinen Zweifel geben, dass die Friedensbewegung antirassistisch und auf keinen Fall nationalistisch sein darf. Und da wurde, das war der Diskussionsgegenstand. Da kann man immer drüber diskutieren, ob wir da eine richtige Einschätzung oder eine falsche hatten. Aber es war nicht die Kontroverse, dass wir als Voraussetzung für die Friedensbewegung machen, dass die Leute antikapitalistisch sein sollen. Das hatten wir in keinem Gremium diskutiert und werden das auch nicht tun. Ich möchte aber drei konkrete Vorschläge machen, an denen sich vielleicht die Debatte orientieren kann. Ich glaube, es ist zu erwarten, dass wir uns
ständig auseinandersetzen müssen mit dem Krieg gegen den Terror. Also das, was alles, die ganze Legitimation der Kriege ist, dass gegen den Terrorismus gekämpft wird. Und der wird, glaube ich, hoch verbunden, insbesondere in unserem Land, in den nächsten Jahren, mit rassistischen Bewegungen gegen die Muslime und gegen den Islam. Und das ist brandgefährlich, wenn wir nur sehen, welche Rechtsentwicklung wir nicht erst seit letzten Sonntag zu verzeichnen haben. Das wird genutzt, quasi der ganze Terrorismus in den ganzen verschiedenen Ländern wird genutzt, gleichzeitig eine Pogromstimmung gegen die Muslime aufzubauen. Und es wird sehr viele pauschale Urteile damit verbinden. Und wir müssen klar machen, dass der Krieg gegen den Terrorismus oder gegen den Terror grandios gescheitert ist. Afghanistan ist das glühendste Beispiel, Irak ist das Beispiel, Libyen ist das Beispiel. Der Krieg ist nicht nur Terror, sondern er züchtet auch den Terror. Wir haben neulich sehr viel mehr Terrorismus als vor 15 Jahren. Ich glaube, darüber muss eine Auseinandersetzung geführt werden, weil die auch ganz große innenpolitische Seiten hat, in ganz Europa im Übrigen. Das hat man nur gesehen, wie auf die Anschläge in Frankreich reagiert wurde, wie auf andere Anschläge reagiert wurde und wie schnell man dann im Strudel dieser Kriegseinsätze landet und wie schnell dann auch die Zustimmung der Bevölkerung organisiert wird und eben verbunden wird tatsächlich mit rassistischen Positionen. Das Zweite ist die Debatte über die Flüchtlingsfrage. Ich glaube, dass wir zwei Dinge klar machen müssen. Erstens, dass eine der zentralen Fluchtursachen natürlich der Krieg ist. Hauptsächlich fliehen die Menschen vor dem Krieg. Aber spätestens seit dem NATO-Einsatz in der Ägäis müssen wir auch deutlich machen, dass hier ein Krieg gegen die Flüchtlinge geführt wird. Und da sehe ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, dass sich ein Teil zumindest der Jugend, das zeigt im Übrigen auch dieses Wahlergebnis vom Wochenende, die Linke hatte zugewonnen in den Universitätsstädten und in den Großstädten und insbesondere bei den Teilen der Jugend. Bei der Jugend haben wir zum Teil doppelt so viele Stimmen gekriegt wie sonst und wir hatten richtig viele Parteieintritte von Jugendlichen, die gesagt haben, nee, wir akzeptieren diesen Rassismus nicht in der Gesellschaft und diese Rechtsentwicklung und die Linke ist eine Plattform gegen diese Rechtsentwicklung und gegen diesen Rassismus. Und sie haben uns gewählt, weil wir in der Flüchtlingsfrage klare Kante gezeigt haben. Und ich glaube auch, dass wir die nächsten Wochen und Monate klare Kante in der Flüchtlingsfrage zeigen müssen. Wenn wir da was anderes machen, würden wir nicht nur unsere Ideale verraten, sondern wir würden diese Leute wieder verlieren. Und diese Politisierung, die da stattfindet, findet natürlich nicht nur deswegen statt, weil jüngere Leute vielleicht nicht ertragen können, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken oder an den Grenzen erfrieren oder verhungern müssen, sondern weil exemplarisch an der Flüchtlingsfrage auch diskutiert wird, in welcher Welt befinden wir uns eigentlich? In welchem Zustand ist diese Welt, die 60 Millionen Menschen dazu zwingt, aus ihrem Land zu fliehen. Und im Übrigen kommen nicht alle hierher, sondern nur der geringste Teil. Ja. Die meisten gehen in ganz andere Länder und vielleicht noch mehr dazu zwingen wird. Ich glaube, da findet eine Auseinandersetzung statt. Warum empört man sich, dass Flüchtlinge ein Smartphone oder ein iPhone besitzen und nicht über den Tatbestand, dass die 62 reichsten Männer der Welt mehr Vermögen verfügen als die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Und ich glaube, über diese Zustände findet eine Empörung statt und auch eine Politisierung. Und die betrifft natürlich auch den Tatbestand, dass wir zu den Fluchtbewegungen massiv beitragen, nicht nur, dass wir uns an Kriegen beteiligen, sondern dass wir der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt sind. Und natürlich müssen wir diese Frage skandalisieren. Wir müssen skandalisieren, dass nicht nur im Namen der Menschenrechte und der Demokratie Kriege geführt werden, die nichts mit Menschenrechten und Demokratie zu tun haben, sondern dass Waffenexporte
Menschen töten. Jede Waffe tötet und jede Waffe findet ihren Krieg. Und wir müssen deutlich machen, mit dem Krieg machen wir keine Geschäfte. Und deswegen, glaube ich, wären wir gut beraten, eine Kampagne zu machen, die heißt Fluchtursachen bekämpfen, Waffenexporte stoppen. Ich glaube, das ist ein Politisierungsthema bei vielen jungen Menschen und wir sollten praktisch darüber in der Tat eine gesellschaftliche Auseinandersetzung suchen. Und das dritte Feld, auf dem wir eine gesellschaftliche Auseinandersetzung suchen müssen, ist die Aufrüstung der Bundeswehr. Wir erleben gerade ein grandioses Aufrüstungsprogramm von von der Leyen, die in den nächsten 10 Jahren 130 Milliarden Euro investieren wird. Und die Armee soll nicht nur personell, sondern auch von den Geräten her massiv aufgerüstet werden. Und die ganze Bundeswehr wird ja schon längst zu einer Interventionsarmee umgebaut. Und dieser Prozess soll ja noch mehr forciert werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus ein Gegenstand der gesellschaftlichen Auseinandersetzung im Land ist. Und ich will das auch nochmal begründen. Ich glaube, wenn man mehr Menschen auf die Straße bringen will, kann man das nicht mit allen Themen machen. Man muss sich konzentrieren auf 2 oder 3, die exemplarisch praktisch die Auseinandersetzung ausmachen. Und sie müssen sich grundsätzlich an einen klaren Gegner richten. Der Gegner und Adressat jeder Kampagne ist natürlich im eigenen Land erstmal die eigene Regierung und deren Politik. Weil man muss auch deutlich machen, dass man die verändern kann. Weil wir haben ja schon das Problem, 60-70% der Bevölkerung sind gegen Militärinterventionen, 80% sind gegen Waffenexporte, wenig Leute gehen auf die Straße. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wenn du auf die Straße gehst, dann muss es Themen geben, die wirklich polarisieren und die auch viele junge Menschen erreichen. Das kann man nicht mit dem ewig gleichen Sprech der ewig gleichen Leute in der Friedensbewegung tun, so leid mir das tut. Du kriegst keine Bewegungen hin, die nicht irgendwo die jungen Leute erfasst und die in der Lage ist, dass sie sagen, wir lassen uns das nicht länger bieten, wir gehen in diesen Fragen auf die Straße. Und das ist eigentlich die Aufgabe, dass die Menschen lernen, nicht mehr gleichgültig zuzusehen, wie immer mehr aufgerüstet wird und die Kriegsgefahr erhöht wird. Und von daher würde ich schon den Vorschlag machen, das exemplarisch an diesen 2 bis 3 Punkten zu tun. Vielleicht haben wir auch andere Ideen. Und ich glaube auch nicht, dass man immer nur von einer Demo zur nächsten denken darf, sondern man muss auch mal diese Prozesse ein bisschen längerfristig vorbereiten durch gute Aufklärungsarbeit, durch Information, durch das, dass man Multiplikatoren gewinnt, weil ich glaube, man geht auch in so einen Niedergang, wenn man alle 2, 3 Monate Demonstrationen macht, auf die nur noch ein paar tausend Leute kommen. Das sind wichtige Symbole, aber man muss ein bisschen auf die anderen Leute zugehen, die nicht zu diesen Demonstrationen kommen und sie dazu gewinnen, dass sie Träger von solchen Demonstrationen oder Protesten werden. Und dafür sollten wir als Linke praktisch einen Beitrag leisten, ein Forum sein, um gegen die weitere Aufrüstung und gegen die Waffenexporte zu mobilisieren. Stefanie Wahl hatte gleich einen Schlusspunkt. Ja, ich geht das Mikro, ja. Ich kann da sozusagen nochmal gut anknüpfen, auch nochmal deutlich machen, was Pax Christi derzeit eben macht. Also mir ist sofort die Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel eingefallen, die ja aus unserer Sicht zumindest eine sehr erfolgreiche Kampagne ist, die von vielen Friedensorganisationen mitgetragen wird und die sehr konkret ist und die dann auch auf die Flüchtlingskrise direkt reagiert hat und nochmal deutlich herausgestellt hat, Grenzen schließen für Waffen, Grenzen öffnen für Menschen. Und das ist ein Slogan, der unserer Bewegung sehr wichtig ist. Und eben auch diese Kampagne hat gezeigt, dass Mobilisierungspotenzial genau an diesen konkreten Themen da ist. Auch gerade da, wo die Rüstungsindustrie so stark ist, da sind Menschen bereit, sind sehr aktiv und da sind unsere Basisgruppen, unsere Kommissionen, die inhaltlichen Kommissionen, die wir haben. Wir haben extra eine Kommission, die sich nur mit dieser Kampagne beschäftigt und da sind Leute sehr engagiert und aktiv und das ist
da steckt, glaube ich, wirklich großes Potenzial, weil die Bevölkerung auf unserer Seite ist. Also wir müssen gar nicht mehr so große Überzeugungsarbeit leisten, sondern wir müssen deutlich machen, wo kann man etwas tun. Und das ist dann sozusagen von der Bewegung heraus natürlich auch immer wichtig, es muss eben dann auch in konkrete Politik umgesetzt werden. Also es nutzt nichts, wenn wir immer den Finger in die Wunde legen, sondern da müssen dann eben auch, sind wir eben auch auf die politische Unterstützung sozusagen angewiesen. Ein anderes Thema, was für uns natürlich ganz primär ist, ich glaube, die Friedensbewegung hat eine Stärke. Das ist vielleicht auch eine Stärke, die Sie ja für die Linke auch schon herausgestellt haben. Sie steht eben konsequent für den Frieden und das Motto nie wieder Krieg. Und diese Authentizität ist, glaube ich, etwas, was viele in der Bevölkerung, gerade in der Politik, vermissen. Und das ist etwas, wofür die Friedensbewegung aber steht. Und ich glaube, auch das ist etwas, was uns jetzt in der Zeit auch einfach nutzen kann, dass wir immer konsequent für den Frieden eingetreten sind und damit eben dann auch junge Leute, das merken wir auch, es geht etwas aufwärts, auch wenn die Bewegung natürlich insgesamt auch überaltert ist. Wir haben ja gehört, wann sozusagen die Höhepunkte der Friedensbewegung lagen, in den 80er Jahren, dann nochmal 2003 um den Irakkrieg herum. Aber ich denke, es ist Potenzial da. Man muss aber genau, man kann nicht an allen Fronten kämpfen, sondern muss konkret sagen, das sind jetzt die Dinge, die für uns jetzt erstmal Priorität haben und damit auch Menschen sensibilisieren für das Thema Krieg und Frieden. Also über die Ablehnung von Waffenexporten deutlich machen, ja, das größere Thema, was dahinter steht, ist beispielsweise Militarisierung unserer Gesellschaft und das nicht mehr aufzeigen von friedlichen Konfliktlösungen. Denn das ist, finde ich, für mich persönlich immer so ein wichtiger Punkt, auch wenn man mit meiner Generation diskutiert, Alternativlosigkeit, nein, wir müssen Optionen, friedliche Lösungsoptionen aufmachen, dass die Leute auch sagen können, ja, es gibt Alternativen zu dieser angeblichen Alternativlosigkeit. Und da sehe ich eigentlich auch unsere Aufgabe als Bewegung, friedliche Lösungswege aufzuzeigen und dafür einzutreten, dass die Menschen auch die Option haben, Ja zum Frieden zu sagen. Jakob, auch schon, magst du? Mögen Sie darauf? Gerne du, aber ich habe im Moment nichts zu sagen. Ich höre noch was dazu. Ich auf Fragen antworten. Okay, ich habe vielleicht eine Nachfrage noch zu dem, was du geschildert hast. Ja, weil ich habe den Eindruck, dass es ja doch ein Problem ist, auch der öffentlichen Wahrnehmung, dass zumindest in den letzten Monaten ja sehr stark das Bild gezeichnet worden ist, als sei die Forderung Grenzen auf für Menschen in Not nicht mehr möglich in der Öffentlichkeit in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was eure Erfahrungen sind, wenn du sagst, das ist in euren Basisgruppen erfolgreiche Kampagne. Vielleicht auch, was für Überlegungen es geben könnte, das sozusagen zu einer größeren Sichtbarkeit zu verhelfen in der aktuellen Diskussion oder in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wo das ja eher an den Rand gedrückt wird von sehr viel Schreien nach Grenzen, neuen Grenzen und höheren Grenzen. Ja, also da sind wir bei so einer Problematik. Unsere Bewegung, also in unserer Bewegung treten die Menschen nicht nur für Frieden ein, sondern natürlich auch für soziale Gerechtigkeit und sind aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Und das bindet unendlich viele Kapazitäten. Also die Menschen sind da aktiv. Und ja, man kann halt nicht da aktiv sein und dann nur noch auf 10 Demos im Monat fahren. Das funktioniert nicht. Aber gleichzeitig, deswegen teile ich die Einschätzung eigentlich nicht, dass das sozusagen nicht möglich ist, über dieses Thema zu sprechen. Aber die Menschen, die für dieses Thema stehen, sind aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Und da sind sie eben, wie gesagt, im Moment, glaube ich, auch stark gebunden. Aber gleichzeitig besteht eben da auch das Potenzial, da Werbung für das Thema Frieden zu machen in dieser Bewegung, weil da auf einmal auch Menschen aktiv sind, die vielleicht gar nicht so politisch unterwegs sind. Das erleben wir eben gerade in den Kirchen, denen diese politischen Themen auch manchmal zu unbequem sind. Die sind aber in der Flüchtlingsarbeit jetzt aktiv, helfen Menschen und erleben eben konkret, welche Folgen Krieg eben haben kann für andere Menschen und dass die Notwendigkeit zu helfen ganz wichtig ist, aber auch sich für die Verbesserung der Situation der Menschen einzusetzen, dass sie eben auch die Möglichkeiten, die Option haben, in ihre Heimat zurückzukehren und dass dafür die Bedingung dafür ist Frieden.
Und deswegen glaube ich, dass man durch diese Bewegung schon sensibilisieren kann für die Themen. Das kann natürlich nicht notwendigerweise heißen, dass diese gesellschaftliche Spaltung, die wir da im Moment erleben, auf einmal beendet ist. Das ist tatsächlich ein großes Problem und ich bedauere sehr, dass das so forciert wird im Moment, dass wir wirklich da eine Polarisierung und eine Spaltung erleben, dass man sich positionieren muss und ganz klar sagen muss, ja zu Flüchtlingen oder nein. Also das finde ich ist eine ganz, ganz bedauerliche Entwicklung und kann immer nur die, die in Bewegungen aktiv sind, auch dazu ermutigen, offen in ihren Bewegungen sich für die Flüchtlinge einzusetzen und deutlich zu machen, das ist die Option, für die wir eben stehen. Ganz kurz, jetzt hatte sich Marlies gemeldet und dann... Na klar, Marlies. Was an? Ja. Ich möchte das insofern bestätigen, dass ich merke, dass viele gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Themenfeld engagieren, ihre Kraft im Moment in die Montagsdemos aufbrauchen. Fast überall sind Demos und meine Gewerkschaftskolleginnen zum Beispiel aus Sachsen müssen jeden Montag wieder auf die Straße gehen und eine Demo gegen Demo machen. Und das ist ja an vielen Stellen so. Wir sind ja immer noch fast überall mehr. Also das ist ja nicht das Thema, aber das absorbiert nach meiner Wahrnehmung sehr viel Kraft, also die Unterstützung der geflüchteten Menschen und das Haltung zeigen gegen die Pegida-Bewegung an den ganzen Demonstrationstagen. Also das ist ja neben der Arbeit immer richtig viel zu tun. Ja, ich wollte nur sagen, interessant wird es natürlich, wenn das erste Mal Militäreinsätze, die ein bisschen strittiger sind jetzt noch als der von Syrien, gerechtfertigt werden mit Anti-Flüchtlingspolitik. Also wenn sozusagen Flüchtlingsbewegungen als zu instrumentalisiert werden, um militärische Einsätze zu rechtfertigen, dass man sagt, naja, ihr wollt doch, dass wir was gegen die Fluchtursachen tun, ihr wollt die Ausländer nicht hier haben, dann müssen wir da jetzt aber auch hin und dort quasi für Ordnung sorgen. In so einer Situation haben wir im Prinzip ja jetzt schon mit Syrien gehabt. Das ist ja schon quasi die Argumentation. Aber ich hatte es ja vorhin gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie da Ihr Eindruck ist. Der Syrien-Einsatz bewegt die Leute nicht so richtig. Das ist zu abstrakt und da fliegen Flugzeuge und machen Fotos. Das empfinden die Leute, glaube ich, nicht wirklich als militärischen Einsatz. Das ist jetzt anders als in Mali oder anders als die Piratenkontrolle da vor Somalia oder so. Aber wir werden sicherlich diese Situation haben, denn aus irgendwelchen Gründen, die ich offen gestanden auch als Journalist nicht wirklich bisher verstanden habe, haben nun mal die politisch Mächtigen ein echtes, genuines Interesse daran, Deutschland zum militärischen Partner zu machen, international. Was sie davon wirklich haben, hat sich mir nie richtig erschlossen, denn die Erfolge dieser Politik sind ja total lächerlich und das sieht ja auch jeder, dass es nicht funktioniert. Das ist ja kontrafaktisch, was die da machen. Ich möchte an der Stelle nur ergänzen, dass natürlich dieser militärische Krieg gegen die Flüchtlinge, auch Bernd hatte schon darauf hingewiesen, ja im gewissen Maße längst begonnen hat mit diesem NATO-Einsatz in der Ägäis. Also natürlich schießen die noch nicht und die Schmutzarbeit soll ja ohnehin der Türkei überlassen bleiben. Immerhin ja auch ein NATO-Mitglied. Also insofern, die Flüchtlingsabwehr, die auch Menschenleben kostet, ist erstens ohnehin eine Tatsache, die über die ganzen letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Überwiegend nicht militärisch, sondern, naja, quasi militärisch oder paramilitärisch durch Frontex und die Grenzschutz- und Küstenwacheneinsätze. Also ich glaube, wir schlittern genau in diese Situation rein. Also natürlich, es wird jetzt, wenn die Abschottung der Grenzen weiter durchgesetzt werden soll, dann hat ja letztendlich die AfD da nur eine Konsequenz ausgesprochen. Also ohne, dass ich das rechtfertigen möchte, aber irgendwann wird es soweit sein, wer die Leute aufhalten will, wird schießen müssen. Und schon jetzt ist es ja so, dass die letzten Bilder, die es eben von den Aktionen der türkischen Küstenwache gegen Schlauchboote da in der Ägäis gegeben hat, sozusagen, das ist sozusagen vorsätzliche Gefährdung von Menschenleben. Und das geht im Moment irgendwie alles durch. Und
wir müssen uns einfach mit der Lage auseinandersetzen, dass wir eben diese Polarisierung jetzt in der Gesellschaft haben. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung, unseren Pol davon, und unter unserem verstehe ich jetzt erstmal die Hunderttausenden, wenn nicht noch mehr, die eben in der praktischen Solidarität für Geflüchtete hier auch aktiv sind und deren tägliche Aktivität ja auch eine politische Aussage ist, auch wenn sie eben nicht medial transportiert wird und manchmal auch von den Leuten selber nicht so verstanden wird, das eben sichtbarer zu machen und zu stärken. Aber diese Herausforderung, dass wir jetzt eben in dieser, also in einer eskalierenden Situation drin sind, sonst an der werden wir nicht entkommen können. Und das ist es im Übrigen auch, was ich meinte damit, dass die Frage von Krieg und Frieden und die Frage von globaler Gerechtigkeit und die Frage jetzt eben der offenen Grenzen und der sicheren Wege nach Europa völlig untrennbar voneinander sind. Und deswegen kann eben eine Friedenspolitik nur gleichzeitig antirassistisch, antinationalistisch und eben für globale Gerechtigkeit sein. Dies zu verbinden, glaube ich, ist unsere Notwendigkeit. Und mir ist, also mir ist schon ein bisschen bange bei den Auseinandersetzungen, die da vor uns liegen. Aber gleichzeitig, ich glaube, was wir uns klar machen müssen, auf der Seite sozusagen der Gerechtigkeit, der Solidarität, der Humanität sind wir viele. Das wird manchmal nicht so deutlich, aber wir sind viele.